So, hallo, ich bin der Nima, das ist der Mika, das ist Noah. Wir sind hier das erste Mal bei JugendTech dabei und hier dabei, weil wir das Programmieren von Grund auf lernen wollten. Dafür haben wir erstmal eine HTML-Datei aufgemacht und die dann mit JavaScript und CSS verweitert. Wir haben generell keine Grundsätze, also wir haben uns fast noch nie mit Technologie und sowas auseinandergesetzt und haben so keine Erfahrung und wir sind etwas, naja, wir haben versucht, das überhaupt etwas mal auf die Reihe zu kriegen. Ich zeige euch jetzt etwas über das HTML. Also, wie man hier erkennen kann, ist der Titel von der Webseite My First Calculator. Das können wir auch gleich sehen, wenn wir rumswitchen. Hier im Body, also das, was alles angezeigt wird, kann man die zwei Kästchen sehen, die man sehen konnte. Das sind die Eingabefelder, da gibt man die zwei Zahlen ein, die dann gerechnet werden sollen. Wenn man dann auf den Button Summe berechnen klickt, wird dann das Ergebnis unten angezeigt. Jetzt erzähle ich euch noch was über JavaScript. JavaScript ist auf jedem Computer, wo auch ein Browser drauf ist, also auf fast jedem. Im JavaScript werden viele Befehle und Codes geschrieben, wie man hier sehen kann. Werden hier aus den zwei Eingabefeldern die Zahlen genommen und zusammen addiert und unten wieder ausgespuckt. Und dasselbe gibt es viermal mit jeder Rechenart. Mit CSS kann man alles darstellen, was im HTML angezeigt wird. Also haben wir hier zum Beispiel der Body. Im Body wird ein Background-Image angezeigt, also ein Hintergrundbild. Und dann haben wir hier den Link reingepackt, in Hintergrund 2.png. Hier zum Beispiel haben wir von Texten die weiße Farbe ausgewählt und das Input-Kästchen ist immer 50 Pixel breit. Das Endprodukt aus allem ist dann der Taschenrechner, wie man ihn hier sehen kann. Die vier Grundrechenarten, die Buttons für das Ergebnis und hier dann der Ergebnisausspucker. Ich möchte euch jetzt mal ein Beispiel zeigen, das auszufüllen haben wir jetzt einfacher gemacht und haben schon Zahlen vorgelegt. Einfach auf Summe berechnen, kommt hier die Summe raus, sollte stimmen. Das alles geht aber auch nicht nur mit Pluszahlen, sondern auch mit Minuszahlen. Also minus 7, minus 13 wäre folglich minus 20. 5 mal 9 ist 45 und minus 20 geteilt durch minus 1,8 ist dann folglich 11, Periode 1. Das war unser Taschenrechner und ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank an Axel, Björn, Anna und Manuel dafür, dass Sie uns das alles hier in einem Tag beigebracht haben.